Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 und weiter geht es hier im Kapitol Eden, wo wir ja das letzte Mal hierher zurückgekehrt sind, um Bartendalus daran zu hindern, hier den totalen Krieg anzuzetteln. Naja, besonders gut gelungen ist uns das ja leider nicht, denn hier herrscht schon bereits das totale Chaos und es gibt ja immer noch Gegner, die uns hier ans Leder wollen, wie diese alten Köder hier. Ja, die sind eigentlich ein bisschen neu, würde ich mal sagen. Gepardon, naja, nettes Teil. Naja. Ich bin mal gespannt, was ich von denen so kriegen kann. Aber ich denke aber eigentlich eher auch nur so ein paar Reißzähne oder sowas. Ja, auf jeden Fall, wir machen erstmal nacheinander hier alle platt, auch wenn sie hier so einen kleinen Hast- und Angriffsboost haben. Au. Ja, das kriegt er besonders viel zu spüren. Tja. Okay, Venil macht langsam ein bisschen schlapp hier, wie es aussieht. Ja, ein bisschen erschöpft ist die Kleine ja auch, das merkt man ja. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Oha, Kampfgebrüll. Einfach mal so schnell können die jetzt hier einfach mal ihre Boosts machen. Na gut, egal. Und wie ich es mir dachte, Reißzähne. Gibt's denn das? Naja, egal. Wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht kommen ja noch ein paar Soldaten vorbei, von denen wir eigentlich wesentlich Wertvolleres kriegen können. Zum Beispiel... Ja, Sachen. Through here. Station secure. Cavalry, stand down. Eden's under our jurisdiction. Oh Mann. Ja, wie zum Beispiel ja eben Komponenten, die uns Geld einbringen können. Oh Mann, jetzt wollen also die hier auch noch mitspielen. Na gut, wie ihr wollt. Lasst uns spielen. Sanctum Tribunaire. Oh. Die sind wenigstens erstmal schnell weg, hoffen wir es mal. Nur der Große hier könnte vielleicht etwas Ärger machen. Wenn wir den nicht bald aus dem Weg räumen. Aber gut, den haben wir ja zum Glück gleich. Erstmal muss der Tribunär aus dem Weg. Sonst klappt hier gar nichts. Oh, Angriffsboost. Das geht gar nicht. Was war's denn? Der hat's überlebt? Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt ist nur noch die olle Drohne dran und warte mal, was war das denn gerade? Ich kann ja die Kamera so ein bisschen drehen. Seht ihr diese Kugel, die da jetzt noch auf dem Feld ist? Die da so blinkt? Was ist das für ein Ding? Eine Signaldrohne. Okay, die können wir ja platt machen. So, und weg ist er. Was hat die denn bloß gemacht? Naja. Drohnen sind eigentlich ja normalerweise immer zur Aufklärung gedacht. Also würde ich mal vermuten, sie hat Daten gesammelt. Aber über was? Über uns? Über die Maschinen? Ich habe keinen Plan. Naja, wie auch immer. Gut. Wir kriegen wenigstens erstmal ein paar tolle Sachen. Und hier müssen wir jetzt anscheinend durch, wie es aussieht. Na gut. Was ist das überhaupt? Ein Aufzug oder so? Halt mal, ist hier sonst noch irgendwas? Nee, hast recht. Hier geht's nicht weiter. Alles klar, dann gehen wir einfach mal hier durch. So the cavalry's here to, They're here for Orphan. If it's close to the Falci Eden, they're probably headed for the heart of the Sanctum. Right. And if they destroy it, bad things are gonna happen. So long, Cocoon. Then we better get there before they do. Damn straight. Yeah. Uh-oh. Let's move! Hey! Oh!
Das nenne ich mal todesmutig. Rennt sie einfach mal mitten auf die Autobahn und greift den Behemoth an. Das gibt's doch nicht. Lightning, du bist echt ein Teufelsweiper, echt jetzt. Egal, gut. Wir werden erstmal hier, denke ich mal, ein bisschen boosten. Weil mit dem Behemoth fertig zu werden, ist nicht gerade einfach. Erst recht, wenn er eigentlich ja jetzt hier nicht in einen Präventivschlag verwickelt wurde. Also, besser mal lieber ein bisschen boosten. Und die Verteidigung etwas festigen. Ist immer besser. Okay, los geht's. Dann machen wir das Ding mal platt. So, und ich denke mal, wir schwächen ihn sogar mal ein wenig. Autsch. Okay, er hat Dewald drauf. Sehr schön. Naja, gut, dann kriegen wir ihn auf jeden Fall klein. Selbst wenn er jetzt hier gleich in seinen Berserker-Modus reingeht, haben wir auf jeden Fall gute Chancen, hier mit ihm fertig zu werden. Und da Vanilla zum Glück immer noch ihre Morbel-Route benutzt, sollte es ja kein Problem sein. Okay, der regeneriert auch die Debuffs. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir haben ihn wenigstens gleich im Schock. Das sollte jetzt schon mal was werden. Also der überlebt nicht lange. Das werden wir schon dafür sorgen. Na, 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 du wirst hier nichts machen. Oh yeah. Cool. Behemoth ohne Präventivschlag gekillt. Also das kriege ich auch nicht so oft hin. We're never gonna make it. Not with an attitude like that, we won't. Da hat Vanilla allerdings recht. Nicht so pessimistisch sein, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich meine, wir haben doch so die Superpower. Und ich könnte aber eigentlich ja wieder ein bisschen was verkaufen. Ich habe ja wieder ein bisschen was eingesammelt. Okay, verkaufen wir einfach mal wieder das Dünaggregat. Ah, viel habe ich ja wirklich nicht zusammen. Bringt mir insgesamt nur wieder 3000 Gil. Das andere, das lasse ich lieber mal die Finger davon. Und wieso habe ich eine Tesla-Turbine dabei? Die brauche ich nicht. Ne, Chapman-Panzer lasse ich lieber dran. So, und jetzt machen wir ein paar Amphibien platt hier, oder was? Was seid ihr überhaupt für Dinger? Ouroboron. Aha, gut. Ah ja, gut. Die halten ja nicht viel aus. Oh. Okay, die haben Stoppfähigkeit drauf. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Ich hasse diesen Effekt. Einfach mal für ein paar Sekunden überhaupt nichts tun können, ist echt ätzend. Das wirft uns eigentlich nur in der Bilanz zurück. Aber jetzt haben wir sie. Gott sei Dank waren die hier wenigstens nur zu zweit und dass da nicht noch irgendwie so ein größeres Vieh mit dabei war. Hätte die Gruppe sogar noch zusätzlich aus dem Behemoth bestanden, das hätte echt wehgetan für uns. Naja, aber so ist wenigstens alles okay. Wollen wir wenigstens keine Sorgen machen. Warte mal, hier ist so ein komischer Spalt auf der Minimap. Können wir da irgendwo hin und uns was ansehen? Achso, hier sind wir anscheinend rausgekommen. Würde ich mal vermuten. Ja, was soll jetzt hier los? Das wissen wir auch nicht so ganz genau. Es herrscht Krieg, Junge. Oh Mann. Überall die ganzen Viecher und dahin ist tatsächlich ein Behemoth. Und ich glaube, der ist sogar in der Gruppe mit diesen Viechern. Okay, die sind jetzt erstmal zu viert. Das könnte richtig eklig werden. Naja, aber mal gucken. Oh, na toll. Jetzt hat Lightning gemacht drauf. Ja, gut. Jetzt mal ihre Boosts mit angerechnet, die sie ja hier... Au! Am besten mal heilen, das wäre auch keine schlechte Idee. Alter, sag mal, hört auf mich einzuschlagen. Kümmert euch um Snow, der will's doch eigentlich hier.
auf die richtig harte Tour. Boah, das war knapp. Ich dachte echt schon, das war's jetzt hier für mich. Die hatten aber auch harte Angriffe hier drauf. Echt mal. Warum macht ihr sowas? Da fällt mir eigentlich ein, ich habe doch Blender wieder dabei, kann das sein? Ich glaube, ich habe doch welche von Bugti bekommen, als wir da ihn in Grand Pulse repariert haben. Da müsste ich doch, glaube ich, auch Blender dazu bekommen haben. Oder irgendwo in dem Schatz zumindest einen gesammelt. Na, mal gucken. Werde ich ja gleich sehen. Falls ja, dann habe ich wenigstens eine gute Chance, jetzt eigentlich die Truppe um den Behemoth da herum jetzt eigentlich ja locker fertig zu machen. Na, werden wir gleich sehen. So, und jetzt haben wir dich gleich. Und noch ein bisschen nachsetzen und schon ist er futsch. Ja, total einfach. Alles klar, die bringen Nassschuppen. Also eigentlich im Prinzip bringt es ja eigentlich ja gar nichts, gerade diese Truppe von Gegnern hier herauszufordern. Okay. Und Tatsache, ich habe 10 Blender aber dabei. Wir werden die mal einfach mal einsetzen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sicher an denen vorbeikommen würde. Also lieber einfach mal direkt reinrennen. So, zack. Quatsch. Zack. Und stirb. Und natürlich noch ein nettes Beben hinterher. Jetzt ist nur noch gleich der Behemoth übrig. So, okay, und den haben wir wenigstens auch schon mal im Schock. Am besten da holen wir mal gleich mal hier mit voller Kraft zu. Yeah! Wunderbar. Oh, 8000 KP hat's gebracht. Ja, wenn hier eigentlich ein permanenten Präventivschlag gelingen würde, wäre das auf jeden Fall ein guter Trainingsort. Aber so leider nicht. Okay, was haben wir denn hier Hübsches? Heldenschwingen. Oh, nett. Das ist eine Waffe für Snow. Mal gucken, was die so kann. Heldenschwingen. TP kritisch Schaden plus. Also kritische Rest-TP steigern geringfügig die physische und magische Angriffskraft. Ja, nett. Nicht schlecht. Okay, bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier noch so auf uns zukommt. Also ich habe sogar das Gefühl, hier wird gleich der nächste Bosskampf stattfinden. Aber noch ist hier nicht mal ein Ziel in Sicht. Hier sind überall Zivilisten. Ja, oh Mann. Kaspar. Die Leute haben hier natürlich Panik und... Hallo? Wer bist du denn? Du suchst doch bestimmt Ärger, nicht wahr? Den kannst du gerne haben. Na gut, fangen wir erstmal hier mal ein bisschen Schaden an. Taucht er hier einfach mal so aus dem Nichts auf? Kann doch echt nicht wahr sein. Naja, aber zum Glück hält er nicht allzu viel aus. 3500. Okay, an sich auch nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Wir müssen irgendwie ankommen, wo auch immer unser Ziel ist. Ja, wir müssen ja das Herz dieser Stadt erreichen, wo ja auch der, wo auch Offenes ist. Und der Fall Zi'in. Okay, da ist eine Durchsage. Oha. Jetzt wird's richtig ernst. Die Soldaten sind wieder da. Na, sehr schön.
viel aushalten tun die ja wirklich nicht. Das geht ja echt schnell mit denen. Gut. Geschafft. Oha. Und jetzt? Was mache ich als nächstes? Wer will als nächstes aufs Maul, hä? Ihr vielleicht? Von mir aus. Okay, Gepardon. Und was haben wir noch eigentlich hier dabei? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ah, okay, ich klicke viel zu schnell. Ich kann das überhaupt gar nicht richtig lesen. Na gut, werden wir gleich herausfinden, was das ist. Boah. So viele Effekte. Okay, das sind Infanteristen. Also nichts Besonderes, könnte man sagen. Die haben ja echt nichts drauf. Naja, aber immerhin bringen sie wertvolle Sachen mit. Boah, okay. Oh, Schatz. Hoffentlich kommt jetzt nicht hier irgendein Vieh. Es kommt irgendein Vieh. Und nicht nur irgendeins. Es ist ein neuer Behemot in Rot. Okay. Den machen wir platt. Was ist das für einer? Ich habe keinen Plan. Okay, wir machen jetzt mal Drillingsspanier. Ich will boosten. Aua! Mann, sag mal, hörst du mal endlich mal auf damit? Okay, reicht schon. Als nächstes also eine Kaskade und das ist der Zero-Behemoth. Oha. Auf jeden Fall ein ganz neues Teil. Warte mal, ich guck mal hier mal in die Analyse rein. Au. Okay. Einen allzu hohen Schockbalken hat er jetzt eigentlich nicht. Das heißt, den kriegen wir wenigstens schnell hier in dem Zustand. Und ich glaube, er hat auch nicht allzu viel drauf. Jedenfalls nicht im Vergleich zu den Behemoths aus Grand Pulse. Ja. Ne, der hat wirklich nichts drauf gehabt. Okay, was hat er eigentlich überhaupt bewacht? Hoffentlich irgendwas Interessantes. Ja, das Otsevani. Oder wie man es ausspricht. Warte mal, ich muss mal kurz. Ja, Otsevani spricht man es aus. Subspirit Plus. Geringfügige ATB-Auffrischung bei für Subspirit-ähnliche Fertigkeiten. Haben wir sowas überhaupt? Hm, gute Frage. Ah, Mann. Ja, und ich habe tatsächlich die Befürchtung, ich glaube, da wird gleich ein Kampf stattfinden, wenn wir da hingehen. Ja, ich denke mal deswegen... Warte mal, hier war doch ein Speicherpunkt, oder? Genau. Kann ich doch erstmal wieder ein bisschen was verkaufen. Ah, Analysatoren habe ich erhalten. Na gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Komponenten, Reißzahn, Booster. Ah, hier unten. Ah ja, so sieht das aus momentan. Okay, kaufen, nein. Okay, das habe ich mir eigentlich auch schon alles angesehen. Und hier war ja auch was Neues drin. Genau, das Löwenherz und ein paar andere Waffen. Die jetzt allerdings keinen interessieren. Ja, gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, bevor ich jetzt hier weitergehe, weil ich habe ja, wie gesagt, die Befürchtung, dass jetzt hier gleich ein Bosskampf auf uns warten würde. Deswegen, ja, werden wir erstmal hier an dieser Stelle mal einfach mal in aller Ruhe den Part beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Freunde, und ciao!